zusammen. Herzlich willkommen zum EduTalk Tech Series iMovie für Einsteiger. Hallo Jan. Hi Martin, hi liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo Hi jetzt natürlich zusammen. ist der Mann. Hi. Ja, herzlich willkommen. Einer der letzten vor den Sommerferien, zumindest in Baden-Württemberg und Bayern. Ich glaube, die meisten sind schon gestartet. Genau, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Ausdauer. Heute was ganz Praktisches. Der Martin wird euch iMovie zeigen. Aber zuvor, Moritz. Ja, wie immer der Ausblick auf die nächsten Sendungen. Wir haben, wie gesagt, nur noch 3 Sendungen bis zu unserer Sommerpause. Am Donnerstag ist Viola Bauer bei uns zu Gast, war auch schon zweimal bei uns zu Gast, ist ja auch immer ganz gut angekommen. Wir diskutieren mit ihr, wie man Kolleginnen und Kollegen in einem digitalen Schulentwicklungsprozess mitnehmen kann. Wird sicherlich sehr interessant. Dann die Absolut. letzte Tech-Series für diese Saison. Nächsten Dienstag der Alexander Lamp von der Firma ACS, der zeigt uns die App Book Creator. Und dann der krönende Abschluss am nächsten Donnerstag der Professor Dr. Heiner Böttger und mit den Mythen bzw. der Wahrheit zu der Frage, ob der bilinguale Unterricht zu kognitiven Vorteilen führt. Sind wir schon gespannt drauf. Ja, Sie sehen dann hier auch schon die nächsten Sendungen nach der Sommerpause. Die Anmeldungen sind dafür noch nicht freigeschalten, werden aber in den nächsten Tagen auf unserer Website zu finden sein, edu-talk.de. Dann, wie immer, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder Fragen haben, dann nutzen Sie den Handmeldebutton und wir nehmen Sie live in die Sendung mit rein. Die Sendung wird aufgezeichnet und wird im Anschluss hieran heute Abend oder morgen früh auf YouTube zu finden sein. Gut, iMovie. Martin, du bist ja so unser iMovie-Experte. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was dir so besonders an iMovie gefällt. Ja, also ich finde die Kamera generell und Kamera und Film machen eigentlich das iPad zu dem, was es ist. Oft fragen die Leute ja, welche Apps und so. Ich finde, man braucht immer gar nicht viel. Ja, wir haben uns da schon oft drüber unterhalten, dass es eigentlich wirklich grundlegend die Bordmittel reichen. Aber ich finde, bei iMovie ist einfach das Schöne, dass man die Kinder oder die Lernenden und auch die Kollegen, die das nutzen, wirklich in diese Produzentenrolle versetzen kann und eben nicht nur dieses, was wir aufnehmen, annehmen, wahrnehmen, sondern wirklich auch selber gestalten, kreativ verformen, verändern, Medienkompetenz wirklich leben. Und das gefällt mir sehr gut. Und das Zweite, warum ich es so super finde, ist eigentlich, unser Unterricht oder unsere Lehre, unsere Lehrkultur hat nach wie vor ganz viel diese Flüchtigkeit des Wortes als Problem. Wir reden in Räumen miteinander, wir besprechen Fragen mündlich, wir bewerten Vorträge, wir geben solche Dinge an. Aber das wirklich auch zu bannen und festzuhalten, um damit aus nicht nur einen Punkt des Lernens zu machen, sondern einen Prozess, das ist, finde ich, mit Film und Kamera und Ton deutlich besser möglich. Und iMovie gibt uns halt einen Schlüssel in die Hand, das Ganze auch ansprechend zu bearbeiten, nachzubearbeiten, auch kreativ zu sein. Ganz toll. Und da hoffe ich, heute ein paar Anregungen mit dabei zu haben. Genau. Ja, also generell gilt ja, wenn ihr euch mal vorstellt, vor ein paar Jahren so ein Videoschnittrechner, so eine Riesenkiste, zigtausend Euro und dann kommt dieses iMovie auf dem iPad und es ist halt eine vollwertige Schnittfunktion, ja, also es ist ein vollwertiges Videotool. Aber Martin, wie immer, wir haben zwar Tech Series, wir wollen aber kein so Klick-für-Klick-Schulung machen, weil das ist auch sehr intuitiv, iMovie. Wir wollen oder du möchtest ja zeigen, Dinge, grundlegende Unterrichtsideen, die die Schülerinnen oder Lehrerinnen und Lehrer, die zuhören, zum Weitermachen animieren. Ja, also Also wir haben leg uns, doch einfach mal los, ja. genau, also wir haben uns für heute eigentlich überlegt, was macht denn Sinn für so eine Tech-Series, ne, wie wir uns unterhalten haben. Du hast gerade schon gesagt, Jan, also wir wollen jetzt hier nicht so eine Klick-für-Klick-Anleitung machen. Zeigen wir am Schluss, geben wir im Chat auch noch Hinweise, wo das Ganze zu finden ist, sondern möchten schon kurz, weil wir haben gesagt, iMovie für Einsteiger, wir möchten schon kurz technisch demonstrieren, wie das schnell und einfach gehen kann. Aber es ist nicht so gedacht, dass Sie daheim am iPad das jetzt alles mitmachen sollen. Sie können es sich in Ruhe anschauen und können danach dann überlegen, möchte ich das selber mal ausprobieren.
Die einfachsten Funktionen erklären wir anhand der App selber. Und wir haben aber auch ein paar Beispiele, was man damit machen kann. Und Moritz, wenn du mal den Film abspielen magst. Ja. So, mal schnell. Nee. Das war falsch. Nothing else is important to me. Call me love, not Romeo. Aus Venedig berichtet uns unsere italienische Expertin Francesca Rossi. Ciao a tutti. Ich stehe hier vor der berühmtesten Brücke Venezia. Seit dem 16. Jahrhundert führt sie über den Canal Grande. Heutzutage zieht sie auch noch sehr viele Touristen an. Besonders heute ist sehr viel los. Gehen wir also lieber zum Piazza San Marco. Da ist mein Platz. Ja, danke Moritz. Und ich habe jetzt mal ein paar wahllose Beispiele aus 7 Jahren 1:1 Unterricht mitgebracht. Schon mit dem Bedacht natürlich, Greenscreen-Technik war da ganz viel drin. Aber auch zu sehen, es kommt da gar nicht so sehr auf Perfektion an, aber die Schüler werden in eine ganz andere Rolle versetzt, können vielmehr auch Inhalte, naja, fast schon immersiv präsentieren, sind nicht nur immer die, die auch was zeigen, sondern die ein bisschen eintauchen können auch in das Ganze und die eben auch ein bisschen so Medientricks wie mit dem Buch am Anfang zu sehen, einfach da ein bisschen rumschulen können. Und damit Schüler das machen können und da auch kreativ werden können, glaube ich, müssen wir immer zwei Dinge bedenken. Nicht alle unsere Schüler sind kreativ und kreativ heißt nicht immer im Sinne von originell und was erfinden, sondern auch vielleicht nur Anregungen gestalterisch aufnehmen. Also muss man ihnen auch immer Ideen geben oder die zeigen und die wirklich Kreativen entwickeln, die auch weiter und kommen mit eigenen Wegen. Aber wir haben ja auch ganz viele Lernende, die wirklich Hilfe brauchen und erstmal drauf gestupst werden müssen, wie könnte ich das sinnvoll in einen Lernprozess zum Beispiel integrieren. Das Beispiel, was wir mit dem Buch eben gesehen haben, eignet sich meiner Meinung nach für den Literaturunterricht wunderbar. Erzählende Bücher, entweder indem man Elemente wie bestehende Filmausschnitte, Urheberrecht beachten hierbei, kombiniert, oder eben selber Kinderfilme drehen lässt. Das Buch öffnet sich, sie erzählen Teile aus dem Kapitel, lesen vielleicht auch nur ihre Lieblingsgeschichte vor. Mit Bilderbüchern in der Grundschule kann man die so zum Leben erwecken. Also hier hat man ganz viele Optionen, damit zu arbeiten. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt gleich mit ein paar Grundkniffen, die man einfach mal sich vorstellen kann, dann besser technisch erklären. Im genauen Ablauf werden wir das, wie gesagt, heute nicht. Aber Moritz, wenn du mich jetzt mal sozusagen ermächtigst und mir das die Rechte gibst, ja, dann kann ich hier mein iPad übertragen. Jetzt müsste man es sehen, genau. Ja. Und dann legen wir doch mal dementsprechend los. Genau. Also, wenn ich die App iMovie starte, dann kann ich prinzipiell zwei Sachen auswählen. Ich habe die Option, einen Film zu erstellen und einen Trailer. Und bevor wir ein bisschen in die Filmoptionen reinschauen, möchte ich Ihnen gerne das mit dem Trailer mal erläutern, weil ich glaube, dass das zum Beispiel zum Beginn der Filmarbeit, wenn Sie eine Lerngruppe haben, die noch nicht mit iMovie gearbeitet hat oder die noch nicht mit Filmen gearbeitet hat, dass da ganz viele Elemente drinstecken, die Ihnen auch nutzen, qualitativ bessere Filme drehen zu lassen. Wir wählen uns also Trailer aus dementsprechend. Und ich möchte wieder die komische Aufnahme sehen. Jetzt. Und dann sehen Sie eine ganze Reihe von vorgefertigten, festen Filmtrailern im Sinne von, wie Sie es aus dem Kino kennen, Teasern. Die Programmmacher, Sie hören jetzt den Ton nicht, aber Sie können, ich zeige nur kurz die Bildfolge, damit Sie das ein bisschen vorstellen können. Das ist was, das können Sie am iPad daheim dann mal in Ruhe sich durchschauen. Da sind Textbits drin und Aufnahmen unterschiedlicher Couleur. Und wir entscheiden uns heute mal für Märchen und gehen auf dementsprechend erstellen und haben die Ansicht einer Übersichtsseite, wo ich sozusagen den Titel des Films ändern könnte, wenn ich möchte. Ich mache hier den Märchenprinzen draus und so weiter. Müsste vorne auch das Die natürlich ändern. Und hinten dann nur den Prinz. So, der Märchenprinz. Und kann diese Sachen allein. Ja, das ist eigentlich gar nicht das Interessante für die Arbeit, weil das ist Beiwerk, das macht es ein bisschen schöner, hübscher, aber wirklich wichtig ist das, was Sie unter Storyboard finden.
Und das Storyboard ist nämlich der komplette Ablaufplan dieses Trailers hinterlegt, in einer noch nicht gefüllten Version im Vergleich zu dem, was Sie gesehen haben. Und man kann hier eben den Kindern beibringen, dass es nicht nur eine Kameraeinstellung gibt, sondern dass je nachdem, was ich mit meinem Film transportieren möchte, Gefühle, dann nehme ich die Nahaufnahme, Gespräche, die ich irgendwie oder was Konspiratives, dann ist vielleicht so ein Two-Shot besser, Action klar, dass ich sowas filmen kann, aber auch die Kamera dann in eine unterschiedliche Distanz, das iPad in eine unterschiedliche Distanz zu dem Aufnehmenden bringen muss. Das ist das eine. Also kann ich schon mal ein Bewusstsein für die Grundbegriffe der Filmarbeit hier erwecken und mir auch viel Arbeit selber sparen. Ich muss kein Material zusammentragen als Lehrer. Ich habe das alles in der App. Ich kann die Texte ganz einfach editieren und verändern. Ich muss nur drauf tippen. Dann kann ich hier, es war vor langer Zeit. Das können Sie sich gut vorstellen, wie sowas aussieht und wie es funktioniert. Und ich kann auch die Bilder natürlich verändern, die Einstellungen. Jetzt habe ich hier, möchte ich gerne Nahaufnahme einfügen. Dann habe ich die Option, dass ich sage, ja, ich kann von meinen Bildern, die ich schon am iPad habe, welche wählen. Oder ich nehme jetzt einfach mal hier die Kamera, wechsle auf die Innenkamera. Das sollte jetzt gehen, geht natürlich nicht im Demo-Modus. Schade, also gehen wir zurück auf Fotos, wählen hier eine Nahaufnahme aus. Die da nehmen wir mal. Und Sie sehen, es fügt für genau die Zeit das Bild ein, die ich haben wollte. Wäre jetzt bei Two-Shot natürlich besser gewesen, das Foto. Dann gehen wir einfach zurück, gehen hier hin und fügen es da ein. Dann passt es auch zu dem, was wir wollten. So, Two-Shot. Und wenn ich jetzt das abspiele, den Teil, dann sehe ich hier noch die leere Vorgabe und dann sehe ich die Bilder, die ich eingefügt habe und kann so diese ganzen Elemente ersetzen, Stück für Stück. Die Schüler lernen, dass ein Storyboard zu entwickeln ist, dass eine Geschichte eine logische Abfolge haben muss und die Grundbegriffe von Kameratechnik. Das wären die Elemente, die ich als einfache Stärke von der Funktion Trailer sehe. Nachteil bei Trailern, man kann die so nicht ohne weiteres verändern. Also die sind im Ablauf fest vorgegeben. Aber wertvoll für die Einstiegsarbeit. Wir wollen aber sagen, was kann ich eigentlich mit iMovie machen? Und ich wähle sozusagen hier Film, gehe unten auf Film erstellen und habe dann erstmal einen leeren Schneidetisch vor mir. Da ist nichts drauf. Und jetzt muss ich mich entscheiden, was möchte ich denn auf meinen Schneidetisch drauflegen? Und Sie sehen hier eine ganze Reihe an verschiedenen Quellen, die Sie aussuchen können. Ich fange mal mit dem Foto an. Habe vorhin schon eins abgespeichert, hier die Statue of Liberty. Die füge ich einfach ein. Und dann kann ich das Foto ablaufen lassen. Das ist jetzt ein bisschen eine blöde Darstellung, die Sie hier sehen. Da fehlt irgendwie ein bisschen was. Das macht es jetzt nicht gerade attraktiv, ne? Also muss ich irgendwie auch das verändern können. Das kann ich, indem ich das Ganze hier auswähle, in das Foto. Was macht der jetzt? Der macht nicht das, was ich will. Zurück. Aktion, so, hier unten in der Aktion war ich vertippt. Also ich wähle das Foto aus und dann habe ich hier eine Option, dass ich das Foto schiebe auf die Option, ganz einfach mit dem Finger so, wo ich es haben möchte. Und ich kann noch was Tolles machen, wenn Sie mal den Text hier anschauen. Ken Burns aktiviert. Ich kann entscheiden, ich möchte gerne hier anfangen. Ich möchte also ins Gesicht schauen. Dann wähle ich unten den Punkt, wo ich das Ganze beenden möchte und ich möchte vom Gesicht auf Ihre Hände gerne zoomen. Wenn ich das jetzt abspiele, sehen Sie, haben Sie eine Kamerafahrt an dem Objekt sozusagen geplant, ohne dass Sie das Objekt selber filmen müssen. Sie können also mit Fotos Kamerafahrten durch diesen sogenannten Ken Burns Effekt wunderbar verwirklichen. Jan, was hast denn du für Erfahrungen mit iMovie gemacht bisher bei dir im Unterricht? Ich habe gerade hier ein kleines technisches Problem gehabt, sorry. Diese Trailer-Funktion, die ist vor allem für die, die sich am Anfang schwer tun, ja, die so ein bisschen eine Führung brauchen, so die man an der Hand nehmen muss, für die ist die Trailer-Funktion genial. Weil die müssen erstmal nur ersetzen. Und wenn die das genau 3-4 Mal gemacht haben und man dann sagt, zum Beispiel bei mir in Chemie, zu einem Chemieversuch, mach mal ein Video, Intro, Versuch, Outro,
dann haben die das so im Hinterkopf, ah, da mit dem Trailer, ich mache 2, 3 Kameraperspektiven, dann klappt es gut. Für die richtig Kreativen, die dann da rumtüfteln mit Darstellung und so, die lasse ich gleich in iMovie direkt rein. Weil es ist vom Bedienen her wirklich relativ intuitiv und einfach, wenn ich nicht gleich so ein High-End-Produkt erstellen will. Genau. Gehen wir doch mal in der Bedienung weiter. Jetzt habe ich ein Bild. Ja. Jetzt habe ich hier ein Bild und möchte es zum Beispiel im Unterricht einsetzen, um sowas wie Bildbeschreibung besser zu üben. Auch hier, ich habe vorhin die Flüchtigkeit erwähnt, ne, dass wenn die Schüler was beschreiben, dass ich als Lehrer auch vielleicht gar nicht so richtig mitkriege, was der alles für richtige und für problematische Stellen in seiner Bildbeschreibung hat. Ich kann ihn bitten, mach doch eine Bildbeschreibung von dem Kunstwerk, von der Grafik, von was immer du möchtest, hier in iMovie. Das heißt, das Bild, haben wir gerade schon gesehen, ist problemlos eingefügt, aber ich kann auch selber Ton aufsprechen. Ich habe nämlich hier ein Mikrofon und jetzt kann ich nicht zur gleichen Zeit, wo es mich unter Stress vielleicht setzt, dass ich sage, oh, ich muss mich um die Kamerafahrt, um das Bild kümmern und dann den Ton gleichzeitig einsprechen, sondern ich kann sagen, nö, ich spreche den Ton im Nachgang ein. Sie sehen, das ist ganz fast wie im Studio. Hier läuft schon der Pegel, ich gehe auf Aufnahme. Das Programm zählt mich ein und jetzt kann ich sozusagen die Beschreibung der Statue of Liberty vor der Küste New Yorks und so weiter alles einsprechen. Ich kann prüfen, ob der Text passt. Mir gefällt er, ich will ihn benutzen. Und dann sehen Sie, haben Sie hier unten, was ich jetzt gelb hervorhebe, die Tonspur und drüber die Bildspur gelegt. Ich kann auch den Ton, wenn ich sage, das war jetzt ein bisschen leise, aber eigentlich war er super, kann ich ganz einfach Dinge machen, wie den Ton lauter machen. Ich kann auch leiser die Elemente anpassen. Also ich habe einige Möglichkeiten, hier auch noch nachzusteuern. Ich kann ein Fade-in bauen oder ein Fade-out, dass ich den Ton am Anfang leiser werden lasse, wenn ich zum Beispiel mit Musik einsteige und am Ende lauter am Anfang werden lasse und am Ende leiser werden lasse. Also solche Effekte habe ich alle zur Verfügung, ohne dass ich groß technisch was wissen muss, außer ich wähle immer das Objekt aus und habe dann hier eine ganze Reihe von Menüoptionen. Und das Schöne an iMovie ist, man kann nichts kaputt machen, denn es gibt immer eine Zurücktaste, kann also jede Aktion, die mir nicht gefallen hat, widerrufen und so sicherstellen, jetzt ist der Ton wieder weg, dass ich das nichts zerstört habe. Und wenn ich das Programm beende, ist immer der Zustand wieder da, den ich zuletzt hatte. Ich möchte jetzt also hier einen Ton einsprechen, das habe ich gerade schon demonstriert. Ich mache es einfach schnell nochmal, dass wir den haben. 1, 2, 3. The Statue of Liberty has a problem. Birds love it. Jetzt habe ich den Text aufgenommen dazu und könnte, wenn ich möchte, auch noch hier, wenn Sie mal gucken, Audio, einen Soundtrack hinterlegen. So, wenn ich jetzt, jetzt reagiert mein iPad nicht mehr prima. Jetzt Audio, Soundtracks. Haben Sie eine ganze Reihe von urheberrechtsunbedenklichen Liedern, die Sie einbauen können als Soundtrack, als Hintergrund. Ich nehme jetzt einfach mal Shepard Things, füge das ein und Sie sehen, ich kann eine zweite Tonspur drunter legen. Und ich könnte auch noch eine dritte oder vierte Tonspur drunter legen. Ich kann auch an einer anderen Stelle des Films Ton einlegen. Ich kann den Ton, die Bilder verlängern, indem ich nochmal ein weiteres Bild einfüge. Hier kann ich sagen, ich hätte das Ganze gern ausgebaut. Verschiedene Bilder, gleiche Bilder. Ganz wie Sie das möchten. Und das sind die einfachsten Elemente mit Film, also mit Bildern, einen Film erstellen, Ton dazu geben, eine Tonspur dazulegen. Wenn man damit mit Kindern mal anfängt und selber auch so einsteigt in einfache Projekte, bauen kurzes Erklärvideo zu dem Buch, hatte ich vorhin gesagt, stell mal dein Lieblingsbauwerk vor oder Versuchserklärung in Physik, ja, sozusagen Experimente visualisieren, dann kann man das so auch machen. Dann haben nämlich die Schüler auch die Chance, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Während sie zum Beispiel in Physik den Versuch filmen, müssen sie nicht gleichzeitig denken, wie sie das verbalisieren. Das Verbalisieren lässt sich im Nachgang wunderbar über die Tonfunktion einspielen. Das sind ganz einfache Beispiele, die sie jederzeit ausprobieren können und auch, wie gesagt, glaube ich, sehr schnell sehr viel Freude bei sich und bei den Schülern haben werden. Jetzt haben Sie aber vielleicht die Frage, das ist ja schön und gut, jetzt habe ich hier ein Filmchen erstellt. Aber wie bringe ich den denn runter aus der Anwendung? Weil jetzt ist er ja in der iMovie-Anwendung und ich kann ihn so nicht verwenden. iMovie bietet eine umfangreiche Exportfunktion. Können Sie hier unten kurz sehen im Bild.
Sie können das Video auf Ihrem Gerät sichern. Das mache ich jetzt mal schnell. Dann schlägt er Ihnen verschiedene Auflösungen vor, das Programm. Am Anfang rate ich Ihnen zum Testen, nehmen Sie lieber die kleinen. Sie werden nicht gleich Hollywood-Blockbuster drehen. Dann geht das Ganze schneller. Und wo finden Sie das? In Fotos hier. Und zuletzt haben Sie dann die Filmaufnahme, die wir eben gemacht haben. Ich mache die Striche noch weg, Moment. So, die Filmaufnahme, die wir gemacht haben, zur Verfügung. Können die aus der Fotogalerie dann auch wie gewohnt mit Ihrem iPad per Mail verschicken, auf Ihre Cloud speichern, per AirDrop verschicken und so weiter und so weiter. Das Ganze geht aber auch direkt aus iMovie. Sie haben die ganzen Optionen auch hier zur Verfügung, was Sie konkret mit Ihrem Film machen wollen. Sie können auch den Titel ändern. Haken an der Sache ist nur, wenn Sie den in Ihre Camera Roll speichern, bleibt der Titel nicht erhalten. Das ist irgendwie eine Funktion, ich weiß nicht, warum es so ist, aber der Titel bleibt nicht erhalten. Genau. Das waren jetzt mal ganz einfache Elemente, die wir sozusagen uns angeschaut haben. Jetzt hat uns im Vorfeld der Sendung hat uns schon eine Frage erreicht, ob wir auch zeigen, wie man die Tonspur verändern kann, wenn die von einem Film fest ist. Auch das kann man machen. Dazu nehmen wir einfach ein neues Projekt, starten das. Und ich nehme jetzt einfach den Film, den ich eben erstellt habe, wieder. Und da sehen Sie jetzt, eben hatten wir ja die Tonspur Musik und meine aufgenommene Tonspur, die habe ich jetzt aktuell nicht mehr. Der Film hat eine Bildspur und eine Tonspur, aber die Tonspur muss ich mir erst herholen. Dazu gehe ich auf Aktionen, Audio trennen. Dann habe ich diese vermischte Tonspur, ich kann sie jetzt leider nicht vorspielen, weil man hört das gespiegelte iPad nicht, habe ich abgesondert, kann die löschen und dann könnte ich über die Aufnahmefunktion, die ich eben schon demonstriert hatte, wieder ganz einfach eine neue Tonspur einspielen, die hier die alte ersetzt. Stoppen, verwenden, haben Sie die Tonspur drin. Also das war die Frage, die uns im Vorfeld erreicht hatte. Wenn Sie einen fertigen Film in iMovie importieren, können Sie die Tonspur abspalten, die löschen und eine neue Tonspur drüber spielen. Das geht übrigens auch, wenn Sie die Trailer fertig produziert haben, können Sie den Trailer genauso einlesen und dann beim Trailer auch Musik ändern oder den Film schneiden, wenn Sie möchten. Jan, du wolltest einhaken, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja. Gut. Der Martin hat vor ein paar Minuten schon gesagt, ganz einfache Elemente. Und das ist so wichtig, weil es geht ja wirklich um Inhalte. Die Schüler, wenn die das zum ersten Mal nutzen, ich schmunzel dann immer, das ist so wie 2000, als PowerPoint dann in die Schulen zog und dann hatten wir Folie mit Flammen und Übergängen und die Inhalte waren quasi weg. Und er hat es gerade gezeigt, der Martin, ja, es geht darum, einfache Inhalte und dann die rudimentärsten Funktionen zu nutzen, Tonspuren zu extrahieren und den Kids zu zeigen, guck mal hier, das geht so einfach und du hast Bild und Ton getrennt. Weil ganz parallel dazu lernen die auch, wie einfach Fake-Videos gehen, ja. Ich ziehe die Tonspur raus, wenn der Präsident spricht und spreche selber was ein. Und dann bekommen die auch so ein Gefühl dafür. Man muss denen halt am Anfang kurz eine halbe Stunde geben, dass die alle Effekte mal durchhaben. Und dann sind die Effekte auch relativ schnell langweilig. Aber ich gebe denen da immer die Zeit, dann flippen die da kurz aus und dann ist es gut. Und dann fangen wir an mit Basisarbeit. Ja. Aber und ich finde, man kann auch, ich habe vorhin gesagt, diesen Live-Charakter, ne? Man kann das natürlich wirklich erhöhen über Greenscreen, dass man wirklich sagt, man bringt die Schüler rein und man verändert, dass sie teilnehmen, dass sie auch Filme manipulieren oder verändern. Ich zeige das mal, wenn du magst, noch ganz schnell rudimentär, wie das mit der Greenscreen-Funktion, wie man Zusammenspiel mit Keynote zum Beispiel ganz einfach auch so ein bisschen so einen animierten Film machen kann. Ihrer Fantasie ist es dann anheimgegeben, zu überlegen, wie man hier auch Manipulationen ganz schnell natürlich machen könnte. Ich zeige Ihnen das mal folgendermaßen. Wir haben einen Film oder ein Bild. Starten wir einfach nochmal neu. Ich nehme jetzt nochmal die Statue of Liberty einfach her. Und wir haben hier dieses Bild und wir möchten einen Effekt über Greenscreen einfügen, dass, sage ich mal, Vögel, ich habe vorhin im Text gesagt, dass die Vögel die mögen und dass das ein Problem ist wegen der Verunreinigung. Das möchten wir visualisieren. Und da kann ich über Keynote, ich habe das schon mal vorbereitet, indem ich eine leere Folie mit grünem Hintergrund wähle und Objekte meiner Wahl, Fotos, aber ich kann auch Personen oder Filmclips, alles einfügen, so wie vorhin in dem Beispiel mit dem Ken Robinson. Und hier habe ich eben jetzt mal den Vogel platziert. Ich
kann entweder diese Folie als Bild speichern oder ich mache von der Präsentation im Gesamtscreen einen Screenshot, so wie hier. Schneide den dementsprechend zurecht, dass man die schwarzen Ränder nicht sieht, speichere den in Fotos. Ja, das ist die eine Option, wenn ich ein Objekt einfügen möchte, oder hier ist der Film animiert. Ich habe das vorhin erzeugt, dass der Vogel fliegt. Und wenn ich über die Bildschirmaufnahme das exportiere oder als Film aus Keynote hier exportiere, als Film, sehen Sie hier, dann kann ich, brauche ich jetzt nicht machen, ich habe es nämlich vorbereitet, das in iMovie über Greenscreen ganz geschickt einfügen. Ich wähle also den Film, den ich als Basis haben möchte. Das ist jetzt hier das Bild. Und dann überlege ich mir, jetzt möchte ich gerne diesen Vogel drüber legen. Dann gehe ich hier auf die Auswahl, wähle den Film und diesmal füge ich ihn nicht einfach ein, sondern gehe über die Optionen. Und da sehen Sie, haben Sie eine ganze Reihe von Dingen, die Sie machen können. Sie können entweder ein Bild in Bild wie in den Nachrichten einfügen oder hier Greenscreen, Bluescreen. Dann sehen Sie unten, legt eine zweite Filmspur sich an. Und wenn ich das jetzt abspiele, dann fliegt der Vogel um die Statue of Liberty. Könnte auch Superman sein oder Spider-Man, der sich hochzieht und so weiter. Muss man am Anfang ein bisschen rumexperimentieren, dass man die Positionen in den Keynote-Folien von den Objekten auch richtig findet, passend zum Bild. Aber es ist relativ schnell und einfach geschehen, das zu machen. Lässt nur einen Einstieg zu in die Option, wie man mit Filmen, mit Überlagerungen wirklich auch dann, wie du sagtest, Fake News, manipulatives Material erstellen könnte in diesem Zusammenhang. Und das alles geht innerhalb von ein paar Sekunden, wenn Sie ein bisschen Übung haben, das zu tun. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Ganz kurz ein Satz noch von mir. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, aber diese App ist kostenlos dabei. Allerdings, und das muss man halt wissen, die gibt es nur für Apple-Geräte. Also ja, Punkte. Das stimmt. Ja, hier eben auch nicht nur auf dem iPad, sondern auch auf dem MacBook, wo sie ja mindestens genauso gut ist, sage ich mal. Da ist sie sogar noch leistungsstärker, aber es nähert sich inzwischen schon an. Und ich muss aber persönlich sagen, ich habe früher immer am Laptop geschnitten oder am iMac. Inzwischen nutze ich es nur noch am iPad, weil es wirklich sowas von smooth ist. Und auch diese Funktionen wie eben Bild in Bild und was man alles dazufügen kann. Also wenn ich jetzt einfach hier noch sage, ich füge noch. Dann muss man ein neues Objekt einfügen. Im Moment muss man das löschen. Und dann macht man hier Bild in Bild. Ja, dann kann ich, wie Sie sehen, hier das drüberlegen, wähle das aus, kann die Position verschieben, wo ich es hinhaben möchte. Man kann also ganz tolle Effekte damit auch erzeugen, ohne dass ich groß wirklich was von Filmschneiden verstehen muss, sondern ich muss nur die Funktion wissen und kann wirklich durch rumspielen. Ich sage mal eine halbe Stunde, wie du gesagt hast, Jan, danach ist man eigentlich da schon ziemlich gut unterwegs, aus meiner Sicht. Genau. Ja, das waren so die wesentlichen kurzen Elemente, die wir Ihnen heute mitbringen wollten für iMovie. Wie geht der Einstieg? Wie kann ich mit Ton, mit Bild und mit zusätzlichen Elementen, die ich über eine andere App wie Keynote erzeuge, wie kann ich mit der Bildschirmaufnahme hier einfach schnell gut starten und muss wirklich kein Hexenmeister sein. Es mag jetzt für Sie ein bisschen schnell gewirkt haben, aber glauben Sie mir, wenn Sie das mal selber ausprobieren, Sie werden feststellen, das ist alles, dadurch, dass es, wie der Jan auch schon gesagt hat und der Moritz so intuitiv ist, kein großes Problem. Ja, und hier können Sie auch sich dann jederzeit nochmal die Aufzeichnung angucken, wenn Sie das Schritt für Schritt mitgehen wollen. Ganz genau. Liebe Zuhörer, ich weiß nicht, bis jetzt gibt es, glaube ich, noch keine Fragen. Wenn Sie noch irgendwie Fragen an den Martin haben, dann wäre jetzt die Möglichkeit, die noch live zu stellen. Genau. Nehmen wir gerne mit rein. Ja. Als gut, aber vielleicht, ja, Na, du erst. Vielleicht während die Zuhörer vielleicht nochmal überlegen, ob sie irgendwelche Fragen haben, hast du denn noch für ja, die meisten Leute, die jetzt Einsteiger sind, die jetzt mit iMovie anfangen wollen, noch so einen Pro-Tipp? Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man am Anfang auch mit der Kamera mal rumexperimentiert und in iMovie sozusagen kann man ja direkt auch, wenn man hier die Stopp zurück, wenn man hier die Kamera aktiviert, auch aufnehmen. Und da würde ich am Anfang wirklich erstmal schauen, wie wirke ich in die Kamera, wie schaue ich, wie halte ich die, wie nehme ich verschiedene Perspektiven auf, dass ich auch eine gewisse Sicherheit kriege. Ich würde mit einem Stativ arbeiten
Wenn man keins hat, dann immer der Hinweis, wenn sie kurz abtauchen, was umgefallen ist, Getränkeflaschen, 3 Stück, kann man wunderbar das iPad entweder flach hinlegen oder mit 2 so einklemmen, dass es fest auf dem Tisch steht. Also mit den Dingen würde ich am Anfang versuchen zu arbeiten. Und in iMovie selber mit dem Trailer wirklich rantasten, wie es der Jan vorhin auch gesagt hat, erstmal bedienen, wie füge ich die ein, wie verändere ich mit diesem Ken Burns-Effekt zum Beispiel den Bildlauf und dann ist man relativ schnell drin. Das wäre so meine Idee. Okay, wir haben Fragen. Ja. Moritz. Und zwar in der Fragebox sind einige, ich fange mal an. Ich muss mal kurz die richtige Reihenfolge. Das sieht trotz der Einfachheit sehr aufwendig aus. Wie viel Zeit muss man in der Schule kalkulieren, bis die Kids das Programm beherrschen? Also wir haben ja bei uns diese 1:1-Klassen und die Kofferlösungen. Und wir planen immer so für die rudimentäre gute Nutzung so eine Schulstunde ein, wo wir uns ein Thema zum Einstieg suchen, was Einfaches wie film mal deinen Partner, interview ihn über die Sommerferien, wenn wir im September einsteigen und macht gemeinsam einen Film über eure Sommerferien, indem ihr ein paar Bilder aus dem Internet ladet, die mit reinbringt und solche Erlebnisse erzählt. Und da müssen sie dann ein Bild in Bild machen, eine Kamerafahrt und dann den Rest probieren die ja spielerisch aus. Die machen ja das, die sind ja Bildergeneration, also die laden ja die Filme auch sonst wo hoch, die sie erstellen, die sind eigentlich froh, wenn sie erweiterte Möglichkeiten in dem Sinne plötzlich haben. Also eine Schulstunde wirklich mal verstärkt auf die Technik und dann läuft es natürlich nicht perfekt, aber relativ von selbst. Okay. Gut, dann noch eine Frage war hier, du hattest es, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Welche Größe wird zum Abspeichern von Filmen empfohlen? Ja, das kommt ganz drauf an, wenn man gehen wir mal kurz nochmal in Export halt abbrechen. Eigentlich nur, dann kann man sich besser vorstellen. Also wenn ich das Video sichere, man muss sich halt vergegenwärtigen, dass HD, also die Pro oder 4K ist das, was Sie am Top-Fernseher daheim haben und es sind natürlich entsprechend auch riesige Dateien. Wenn Sie die Grundlagen eh schon, also in dem Klassenzimmer, wenn Sie filmen, wo das Licht nicht optimal ist und vielleicht auch der Hintergrund jetzt nicht unbedingt der schönste ist, dann bin ich immer der Meinung, dass Mittel und Klein reicht. Tipp für die Praxis, wenn Sie was am Elternabend präsentieren wollen oder irgendwo veröffentlichen möchten, dann speichern Sie es halt erstmal in der kleineren Ebene ab und schauen, wie es projiziert am Beamer wirkt. Da ist die einzige Schlüsselstelle, wo es vielleicht dann pixelig wird. Aber für die Arbeit nur von kleinen Schülerprodukten, die nur von iPad zu iPad wandern oder die vielleicht mal am Handy gezeigt werden, reichen die kleinen Größen allemal. Kommt auch ein bisschen auf Ihr Netzwerk an, da bessert sich die Situation ja. Aber wenn Sie die Sachen beispielsweise in der Cloud speichern, dann ist die Größe da schon schnell entscheidend. Ja. Okay. Eine Frage und dann, war noch, hast du die gesehen, Jan, mit dem Final Cut? Ja, wir haben noch eine, ja. Ja, okay. Und zwar, in iMovie wird auf Final Cut Pro verwiesen. Ist das notwendig? Also, ja. Meiner Meinung nach nicht. Zumal, also die Software ist sehr gut, kostet auch 330 Euro etwa. Wenn Sie jetzt irgendwie Schüler haben, die da voll durchsteigen und Sie sagen, Sie machen echt sehr, sehr aufwendige Videos, schulzeitungsmäßig, dann würde ich halt vielleicht so projektmäßig, so eine Video-AG, da könnte ich mir das vorstellen. Aber für den Alltag würde ich das nicht empfehlen, allein schon aus Kostengründen. Also dieses iMovie, was Martin gezeigt hat, das war ja rudimentäre Dinge. Das kann schon noch viel, viel mehr, wenn man sich da reinfuchst. Also ich würde es für die Schule nicht empfehlen. Martin, deine Meinung? Moritz? Ja, stimme ich einfach zu. Das ist sicherlich ein Profi-Tool, aber insgesamt kommt man für die Schule mit iMovie wunderbar aus. Also wir haben bis zur 10. Klasse bei uns nicht festgestellt, dass es die Schüler was anders hätten machen wollen. Aber besser okay. Geht immer klar. Ja, logisch. Gut. Ja. Wenn es ansonsten keine Fragen mehr gibt, guck jetzt nochmal, aber. Nee, dann kannst du die Folie zurücknehmen, Moritz, wenn du magst. Ja. Und genau, weil dann sind wir für heute eigentlich schon ziemlich durch, oder? Ihr beiden. Ja. Jo, passt, würde ich auch sagen. Gut. Aufzeichnung gibt es am Wochenende auf YouTube, hast du, glaube ich, gesagt, Moritz? Genau, richtig, richtig.
Spätestens Wochenende, eher mal morgen. Einfach mal auf die Website gucken. Ja, und dann. Ich war schon bei Donnerstag. Jetzt. Wir haben noch ein bisschen. Ja, genau. Ja, ja, natürlich. Also dann morgen. Ja, ja, entschuldige. Ja. Nee, ja, aber dann in diesem Sinne. Danke dir, Martin, für die Einführung. Und ja, ja, ihr kommt. Ich hoffe, gutes Feedback. Danke, macht Laune, es anzugehen. Also, wir hoffen, wir konnten den einen oder anderen motivieren, da jetzt auch mit anzufangen. Hoffe ich auch. Bedanke mich bei euch beiden. Und ah, Moment noch. Wir haben noch was ganz Kurzes, Martin. Gibt es gute Erklärvideos auf YouTube? Selber suchen, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne jetzt keins, was ja, ich nehme. Also im Bookstore, ne, Jan? Im Bookstore gibt es zur iMovie ein Handbuch. Genau. Das ist super. Also im Apple Bookstore einfach iMovie eingeben. Da gibt es eine ganze Latte von Büchern, aber da gibt es das offizielle Apple Handbook. Das ist eigentlich ziemlich gut für den Einstieg. Und Apple Teacher kann man empfehlen. Da gibt es auch Bausteine. Vielleicht ein Tipp für YouTube. Nicht eingeben YouTube iMovie. Da kommen stundenlange Erklärvideos. Fangen Sie selber an. Tüfteln Sie rum. Und wenn Ihnen eine Funktion nicht klar ist, dann geben Sie die Funktion ein. Also zum Beispiel iMovie Bild in Bild. Und dann kommen immer so kurze Lernvideos, die sind viel effektiver. Ja. Genau. Richtig. Wunderbar. Okay. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Ja. Ciao. Ciao.